So, guten Abend, liebe Gefolgsleute. Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu Fallout London. Ja, ich hab's geschafft. Ich weiß wie immer nicht wie, wenn es um Mod-Projekte geht. Ja, ich habe wieder tagelang, ich habe meine Zeit geopfert, investiert, ja. Sie hätte in so viele andere Sachen fließen können, aber ich hab's da reingesteckt, möglich zu machen, dass diese Mod läuft, obwohl es eigentlich gar nicht so schwer sein sollte, zumindest wenn es nach den Entwicklern geht und nach dem, was man ja auch so ringsrum gehört hat. Und theoretisch bin ich auch der Meinung, dass das nicht schwer ist zu installieren, wenn man der Anleitung folgt, aber es spielte bei mir schlicht keine Rolle. Ich war von so viel Abstürzen geplagt, ich konnte keine 3 Minuten am Stück spielen. Es war nicht möglich, ja. Und wie gesagt, ich weiß nicht, was ich getan habe. Ich habe es jetzt nach 4 oder 5 Mal Installation irgendwie dann hinbekommen, dass es flüssig läuft, dass es wenig Abstürze hat, dass es auch nicht mehr aussieht wie PlayStation 1 Niveau. Das war zeitweise auch mein Problem. Ich denke, dass jetzt ein Niveau erreicht ist, wo wir losrocken können. Und damit lade ich euch jetzt ein und hoffe, ihr habt Spaß. Und seht's mir ein bisschen nach, dass das andere Fallout-Projekt jetzt erstmal einfach auf Eis gelegt ist, weil ich habe ja damals damit angefangen, weil ich ja so lange auf Fallout London warten musste. Ja, und jetzt geht's los. Wir klicken uns rein. Genießt es. War. War never changes. Since the dawn of man, when tribes beat each other to death over necessities, the will to power has been the driving force of mankind. When the great fires of humanity's ambition ravaged the earth, it was not our doing. For the bloodiest chapter of human history had only begun. Britain was not spared the hellfire. And London, a monument to mankind's ambition, was returned to the state of nature. Those who emerged from the ashes did so from a network of underground bunkers known as Pindar stations. And so it was that the embers of civilization would ignite once again. Over a century later, through the military might of the Tommies, an aristocratic parliament continues to give orders. But few are still listening. In the Tower Hamlets, the fifth column rises. Training drums beat and uniforms march, all in the name of their dear leader, Eve Varney. Across the Thames, in the pastures of Richmond, a great army gathers strength. Styled on the Camelot knights of days past, they're headed once more unto the breach. For there are whispers of angels beneath this hallowed land, a curtain of illusion and intrigue, a puppeteer behind the scene. Only one thing is certain. Those who take the road to Westminster will be forever changed. Because in mankind's pursuit of power, there is no price too high, no life too valuable, and no ideal too sacred. Because war, war never changes. Mind the gap. Mind the gap. Stand clear of the door, please.
Ah, Mensch, ja. Ich habe jetzt schon tausendmal als Female gestartet, deswegen bin ich jetzt mal wieder ein Mann. Man kann sich das ja heutzutage regelmäßig aussuchen, was man sein möchte. Perfectly usual. Quiet. Smythe will be pleased. How are they in appearance? Uncertain. Perhaps we should take a closer examination. So, was haben wir denn hier? Schon so ein bisschen älterer Dude. Achso, ah, okay. Er gefällt mir ehrlich gesagt schon ganz gut. Ich lass das so. Ich hab da sowieso gleich wieder einen Helm auf. Und das passt auch zu unserem Reborn-Charakter, ne? Nur in alt irgendwie. And with zero anomaly. Of course. Now what about their physical and mental development? So Leute, jetzt geht's los, ja? Das ist hier auf jeden Fall ganz anders als Wasteland Reborn. Also nicht, was so das eigentliche Prinzip angeht, aber viel schwieriger. Ich glaube, da hatten wir auch viel mehr Punkte zur Verfügung. Und hier müssen wir uns das jetzt sehr gut überlegen. Aber ich würde nach wie vor trotzdem gerne was treffen im Wert. Und Intelligenz ist immer noch gut. Ist jetzt nicht so krass wie bei Dings. Weil hier ist es nur ausschlaggebend für die Erfahrungspunkte, die wir unmittelbar für erschossene Gegner, erfüllte Aufgaben etc. bekommen. Weil man hier nicht mehr per Levelaufstieg nochmal meinetwegen 21 Punkte in irgendeine Fähigkeitenkategorie knattert, sondern nur einen Skillpunkt vergeben kann. Ja, das macht es schon deutlich schwieriger, aber auch cooler, muss ich sagen. Aber ich gehe mal mit Intelligenz auf 7. Ein Charakterwert von 4. Unsere gesamte Lebensenergie und Aktionspunkte, die beim Sprinten abgezogen werden. Stärke brauchen wir auch noch. Muss natürlich nicht viel sein. Da lassen wir 4. Das ist hart, ey, wirklich. Glück auf 1 zu haben, ist auch so bitter, ey. Ich glaube, ich nehme nur einen von Stärke weg. Ich würde gerne mehr in Charakter gehen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass diese Mod das einfach viel besser macht als die ursprünglichen Teile. Dass du viel coole Optionen hast, die Gespräche zu lenken damit, ja. Und nicht einfach wieder irgendwo ein bisschen mehr Kohle abzustauben oder so. Ist das ein wilder Charakter? Ja, da müssen wir halt dran arbeiten. Wie heißen wir? Hans Dampf. Habe ich mir natürlich wieder nicht so richtig Gedanken gemacht. Ich würde also gerne wieder so einen klassischen Stalker-Name nehmen. Stalker-Name. Ach komm. Wir machen es halt jetzt einfach. Wir sind Wilma Techno. Ab geht er. Rennen die Fecht. Ach ja. Stimmt, ach cool, die sind ja auch da. Genau, so war das ja. So, ihr 4 Augen, ne? Brille tragen, ein bisschen mehr. Ich kann damit diese ganzen Geräusche machen, die Körre, Alter. Und hier unser Körper ist ein Tempel, würde ich gerne nehmen. Einstärke plus und Ausdauer plus, wenn wir keine Drogen zu uns nehmen, abgesehen von Stimpaks, Radex und Radaway. Das würde ich gerne versuchen. Das ist dann so, wie mein persönlicher Charakter auch ist. Ja. Frei von Drogen. Okay. Jetzt dürft ihr fortfahren, Leute. Ich bin fertig. Gentlemen, I trust everything is going well. Tremendously so. In fact, it may be our best work yet. Good. The subject looks ready for conditioning. Within a week or so, we can wrap up phase one. Thank you, sir. I'll set phase one on autopilot. See that it's done. Oh, ich glaube, ich habe mich gerade aus Versehen richtig hart Story gespoilert. Seems to be rousing a bit. Not to worry.
Let's put them back under. Richtig Glück gehabt, dass ich mir gerade keine eingefangen habe. Noch mal kurz einen Schluck Tee trinken, bevor die heiß wird. Ich muss beim ersten Mal kurz überlegen, wie ich hier rauskomme. So, ich möchte euch jetzt natürlich nicht sagen, was mir jetzt hier gerade passiert ist. Wichtig ist, dass wir ihm erstmal die Brille klauen, damit unsere Werte... Achso, wir haben ja noch kein Pip-Boy. So, wundert euch jetzt bitte nicht, ich rausche jetzt hier ein bisschen durch, ja. Ich habe hier das, ich habe das jetzt schon fünf oder... Nee, bin ich öfter gemacht. Ich glaube, die Zahnbürste dürfen wir hier lassen. Ne, es gibt hier, man kann hier nicht so richtig viel verpassen. Niemals auf qualmende Haufen gehen. Da hinten könnte man jetzt noch reingehen. Da sind die ganzen Mod-Ersteller und so nochmal verewigt. So möchte man sagen. In so einem Terminal drin und hier findet man noch einen coolen Guck-Anzug. Aber das fliegen, das habe ich mir jetzt schon zweimal angeguckt. Was wir aber aus dem Raum hier gerne mitnehmen, ist die Milch. Milch generiert Lebenspunkte. Milch ist geil. Es sei denn, du bist intolerant. Gegenüber Milch. So. Weil ich möchte nämlich jetzt endlich gerne spielen, ja. Nachdem ich festgestellt habe, dass es jetzt funktioniert, möchte ich mich hier natürlich jetzt nicht unbedingt länger aufhalten als nötig. Deswegen weiß ich muss jetzt hier ran, muss jetzt die Tür aufmachen. Dann sind aber auch die Rattenkäfige offen. Au! Boah, die hat mir richtig geschoben gerade. Komm her! Ihr seid zu fünft. Schluss hier. Ihr seht aber auch räudig aus. Ich hatte nämlich richtig lange das Problem, auch als ich es so halbwegs zum Laufen bekommen habe, dass es richtig grützig aussah. Und jetzt habe ich es endlich geschafft, dass es normal aussieht. Und dann habe ich gedacht, ey, jetzt kannst du endlich aufnehmen. Ja, endlich. So, hier ist unser Pip-Boy-Ersatz. Was ich schon richtig cool fand, ist, dass die haben eine coole Schriftart ausgewählt, finde ich. Mir gefällt das übel gut so. Jetzt wollte ich mal noch gleich was prüfen, ob man das sieht, dass wir... Jetzt ist minus 1. Stärke hatten wir auf 3, ne? Und Ausdauer auch auf 3. Da haben wir jetzt 4, weil wir ja noch keine Drogen konsumiert haben und so. Und hier steht jetzt minus 1 dran. Für was der Utility Belt ist, kann ich euch auch nicht sagen. Gibt es keine Beschreibung zu. Haben wir aber automatisch angelegt. Ah! Ach, vielleicht einfach so, um unsere Gadgets dran zu haben. Kann das sein? Ja, jetzt. So, deswegen haben wir die Brille geklaut. Dass unsere Wahrnehmung jetzt voll da ist. Das Klebeband ist wichtig.
no power. The bloody thing won't boot. Lay off it, Johnny. You won't need to open a fucking clock. Winston, you have a go. You got it, boss. Yeah. No power. I can remove it from the main network. But... What's that on the camera? Right outside, look. Ain't they one of the floors? I don't give a fuck. Just get us out of here. They'll have to find their own way. Rerouting to emergency power. Also das fand ich auch ein bisschen sonderbar. Du kriegst jetzt die Aufgabe, die Lampe aufzusammeln, aber mit Pip-Boy, der macht ja Licht. So, hier ist noch ein bisschen Medizin. Diesen ganzen Schrott, das lasse ich natürlich erstmal liegen, weil ich keinen Schimmer habe, was man wirklich braucht. Ich habe auf jeden Fall auch schon festgestellt, dass man wieder Rucksäcke tragen kann. Mit Tragegewicht. Und dass das alles echt cool ist. Und aber auch wesentlich schwerer. Wir spielen gerade einfach nur auf normal. Und ihr werdet sehen, das ist ein ganz anderer Brocken. Where are you going? I doubt you'll make it far. Someone such as yourself. You were more useful as a lab rat. Warning. Warning. But alas, it seems I'm not long for this world. It's a shame, really. There was so much I wanted to do. Warning. Off you go, then. Be seeing you. Emergency decontamination in effect. Haarnadels. Kommt man hier rein? Expert. Ob man da nochmal hinkommt hier? Habe ich mir auch schon gefragt. Gibt viele so Stellen jetzt hier schon im Anfangsbereich. Going up. Wo ich hoffe, dass man später nochmal hinlaufen kann, weil du kannst jetzt am Anfang kein Experte sein, ja? Und Munition, ne? Das ist auch ein Thema. Ich glaube, die Mod setzt schon darauf, dass man ein bisschen was im Nahkampf löst. Sollen wir mal gucken. Aber ich glaube, man kann auch Munition craften. You are quite the wayfarer, aren't you? Escaping all that hubbub. With all you've been through, I'm impressed. It seems I neglected to introduce myself. Very unprofessional of me. I'm Mr. Smythe. And you? Well, it doesn't matter who you are. Now, I'm sure you have many questions. And perhaps someday I'll answer them. But for now, wayfarer, let's not stand on parade. Since I'm all for giving one a sporting chance, I've unlocked the doors. Go. Stay safe. And remember, mind the gap. Gap ist meiner Meinung nach das Wort für eine Lücke. Weil das hört man hier ständig, dass man an die Lücke an die Lücke denken soll quasi. So, okay. Ja, ich habe das jetzt ja schon tausendmal gemacht. Ja, ich bin das jetzt hier alles schon abgelaufen. Hier kann man jetzt natürlich ein paar Kleinigkeiten finden. Aber es sind hier nur so ein, zwei Stellen, die wir jetzt wirklich ablaufen, in Hoffnung, dass wir hier ein bisschen Munition finden. Und zwar ist hier oben eine Box. Oh ja. Und da habe ich mir schon ganz oft gesagt, ich hatte hier schon regelmäßig gar nichts drin. Das Glück spielte dabei immer eine Rolle. Ja, jeder Behälter, der geöffnet wird, der spielt ja immer Glück mit bei. Und deswegen habe ich schon ganz oft überlegt, mal in Fallout anzugehen mit 10 Punkten Glück am Anfang.
Ah, ich hab's noch nie gemacht, ne? Wobei es bestimmt übelst cool wäre. Aber ich hab's mir noch nicht getraut. Ich immer denke, dann geht mir bei den anderen Sachen was flöten, aber manchmal so mein Gedanke ist, Glück gleicht einfach alles aus, weil du halt einfach Glück hast. Derby Hat. Okay, ich glaube, hier war nichts weiter. Wir können jetzt nochmal gucken, ob wir hier hinten vielleicht ein bisschen Medizin finden. Den Toiletten. Und wir müssen natürlich auf den Toiletten. Was ich da mit Zahnbürste eigentlich steckt. Jede Tür aufmachen, ne? Weil wenn man im Videospiel nicht jede Tür aufmacht bei den Toiletten, dann hat man das Spiel nicht richtig gespielt. Weil da gibt es immer irgendwas zu entdecken. Ja, müsst ihr euch merken. Wenn ihr das noch nicht wusstet, ihr müsst jede Tür öffnen. Außer hier ist anscheinend nichts los. So, jetzt gehen wir noch einmal nach oben. Wobei es auch Quatsch ist. Da oben geht es jetzt nicht weiter. Da oben sind noch drei räudige Ratten. Und ja, man kommt tatsächlich hier, wenn man hier die Halle hochschaut, ganz, ganz da oben, ist kaum zu erkennen. Da ist ein kleiner Balkon, da kommt man raus. Und da ist ein Zettel, da steht drauf, tu es einfach. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, wie man weiterkommt. Und habe gedacht, okay, dann tue ich es halt einfach und bin ich runtergesprungen. Bin dann 8 Jahre lang gefallen und dann einfach Rödi aufgeschlagen und gestorben. Und ich dachte, ja gut, das ist dann wohl nicht das, was ich machen sollte. Oder zumindest nicht so, wie es weitergeht. Und ja, man geht einfach durch diese Tür hier. Und dann ist oben noch eine Tür. Wie gesagt, ich hoffe, man kann vielleicht später zurück, die man mit 7 Stärke aufbrechen kann, aber nicht mit Schlossknacken oder so. Und das läuft auf einmal so viel besser. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Aber auch die Ladezeiten sind kürzer. Das ist ganz eigenartig. Hässlich, ey. Was ich denn auch erst nach einer Weile gelernt habe. Man kennt das ja immer, dass Kronkorken die Währung sind. Und hier sind es tatsächlich Tickets. Ja, und ich habe zum Anfang gedacht, weil die hier ab und zu rumliegen, auf den Bänken und so, dass Tickets, dass ich das nur brauche, um durch diese U-Bahn-Anlagen hier zu gehen und so. Erstmal müssen wir die Ratten hier totschlagen. Mit dem Gehstock. Ja. Ja. Oh, ich bin tot. Krass, ich bin hier noch nie gestorben. Das ist so ein super Vorführeffekt, Alter. Oh, das war richtig knapp. Oder Rattengift. Map ist updated. So, und hier diese Ledertaschen, habe ich mich auch gefragt, für was das ist. Habe ich ja gedacht, man kann die sich umschneiden und kriegt mehr Tragegewicht, aber irgendwie nicht. Viel mehr drin als bei den letzten Mal. War cool. So, hier war nichts weiter, außer Vorkriegsgeld. So, die meine ich hier, Tickets, ne? Und eins stecke ich hier gleich rein. Und ich dachte, genau dafür ist es da. Aber nein, es ist die Währung. Und ich habe hier so viel liegen lassen bei den ersten Malen. Weil ich mir dachte, warum soll ich mir so viel Tickets in die Tasche hämmern?
Wie weit im Zentrum versteckt das? Wie sieht dies aus? So. Wir müssen natürlich alle mitnehmen, ne? So, hier kommen wir noch nicht ran, aber er hat zum Beispiel Tickets. Da wird man auch nicht so richtig überschüttet von. Mit. Denn hier veranstaltet. So, und da ich das hier dann so oft hier war, habe ich dann sogar noch eine Stelle gefunden, wo man rein kann. Ich bin jetzt sonst mal, man muss nach oben. Aber hier ist auch noch eine ruhige Ratte. Ey, ist krass, was das ausmacht. Sonst hatte ich einen Stärkepunkt mehr. Und schon überleben die meine Angriffe hier. Schweinebacken. Tickets. Bobbypins und Teabags. So hieß mein Charakter, als ich das erste Mal versucht habe aufzunehmen. Lady Teabag. So, hier unten nehme ich, ja. Habe ich sonst voll übersehen. Aber hier findet man eine Sammelkarte, glaube ich, sogar irgendwie. Natürlich wieder so Dinge, die man finden kann, die dauerhaft die Werte verbessern. Jimmy Head. Die Milch heben wir uns mal noch auf. Hätte ich hier nicht diese komischen, genau. Jetzt müssen wir die ollen Backrollen fressen hier. Und ich bin nämlich erst darauf gekommen, dass es die Währung sein könnte, weil ich war ja noch weit entfernt davon, Händler zu treffen im Spiel, weil das immer so klingelt, wenn man die aufsammelt. Und ich dachte, ey, das muss doch einen Grund haben, warum die hier auch so rumliegen. Und dann hat es mir gedämmert. Damit bezahlen wir. So, wer das denn? Ist jetzt noch irgendwo so ein Junkie auf der Bank? Ja, guck mal, hier ist er. Cigarette Wildcard Animal Nummer 12. Ah, davon haben wir jetzt ja auch nichts. Man findet auch noch andere Sachen, dadurch wird dann wieder irgendwas erhöht. Morph Axe. Ledertasche. Du hast doch schon mal mehr bei hier. Und ich fand die Atmosphäre so wieder richtig schön gelungen. Also ich freue mich irre drauf. Und da müsst ihr mir vielleicht ein bisschen nachsehen, dass ich sage, dass ich das andere Fallout-Dings jetzt unterbreche. Weil das ist für mich natürlich nochmal was ganz Neues hier. Aber der auch ein bisschen spannender. Zumal es ja irgendwie besser, ich glaube auch noch besser umgesetzt ist. Oh, eine heiße letzte Fahrt hier. Fahrkartenkontrolle, Ma'am. Die waren da eigentlich auch noch irgendwo Kakerlaken. So, ich glaube, mehr geht hier nicht. Ich nehme die Ölkanne noch mit. Also dann haben wir die Welt hier unten schon mal ein bisschen schöner gemacht und können wir los.
Aber ein bisschen Angst habe ich natürlich trotzdem noch, ne? Dass uns das Spiel dann nicht mehr gewogen ist. Weil ich hatte ja immer das Problem, sobald man diesen Tutorial-Abschnitt hier verlässt, man fährt jetzt noch kurz mit einer Bahn und dann kommt man ins eigentliche Spielgeschehen. Und ab da lass mich dann noch ein paar Meter laufen und dann ist es regelmäßig abgeschmiert. Ne? Entweder wirklich direkt auf den Desktop geschmettert oder du hattest einen unendlichen Ladescreen. Also war alles war geboten so. Hauptsache, du hast nicht gespielt. Oh, ich muss gleich erstmal, wenn ihr weg seid, mal richtig ihn wegziehen, ey. Also, was zu trinken. Richtig brennt. So. Ey, wie viel besser das jetzt aussieht, ey. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, ja. Und ich bin hier durchgefahren, hab mir das alles angeguckt und hab gedacht, ey, wie können denn die Leute erzählen, dass das richtig gut aussieht für ein Fallout und so. Und ich dachte, Alter, das sieht aus wie PlayStation 1. Und ich hab nicht verstanden, warum. Und du hast auch in dieser Mod keine Option, das einzustellen. Weil du musst halt den ursprünglichen Fallout 4 Teil da die Grafikoption einstellen, damit das hier übernommen wird. Es ist halt immer noch komisch, weil ich hatte dann halt, hatte das öfter hochgeschraubt. Und dann ist es mir trotzdem immer abgeschissen. Ich weiß nicht, was ich jetzt besser gemacht habe. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, wie froh ich bin. Was das immer kostet, so, ja. Und auch wenn jetzt ja quasi eigentlich eine Datei ist, die man runterlädt, ne? Und das trotzdem so schlecht funktioniert für einen. Und man sich dann gefühlt Tage damit auseinandersetzt, das zum Laufen zu kriegen, weil du quasi an YouTube-Arbeitszeit verlierst. Immer wenn ich irgendein Mod-Projekt anfange, endet das immer irgendwie so. So, durch die Geschehnisse im Labor erleiden wir 10 mehr Schaden. Ja, genau. Und durch den Unfall haben wir Verletzungen, die nicht einfach nur durch ein Stimpack geheilt werden können. Dadurch wirst du 10% weniger Schaden in Kämpfen machen. So. Bloody hell, what was that? Sounded painful, if you ask me. Better not be those dogs up to something. I swear if it not is... Not everything's the dogs, Johnny. You look like shit, mate. You all right? This one just came off the train, boss. Quiet, the both of you. Well, well, well. If it isn't the lab rat. You made it out. You're in the right state, ain't you? Never had a crash round here before. Habt ihr was zu trinken für mich? Ich bin so durstig. Of course. Winston. Yeah, enjoy. Ah, danke. Wer seid ihr? Name's Gaunt. Sebastian Gaunt. And these dredges are Chill Winston and Johnny Shrapnel. But you can ignore Johnny. We're the Vagabonds. We're the roughest, toughest, sharpest gang round these parts. Not like the dogs. Snuff it, Johnny. Don't scare away our new acquaintance. So, who are you exactly? Ja, bin ich mir nicht so richtig sicher.
Only the gentry use those trains. Looks like you're a wayfarer now, like the rest of us. So, das sind übrigens die Leute, die im Labor rumgeschossen haben, die uns quasi befreit haben. Und auch die Stimmen, die wir halt gehört haben durch die Tür, die wir nicht durchschreiten konnten. Yeah, it was supposed to be a supply run. We bought the location off someone in Thameshaven. Some old construction papers. So wäre er nämlich. So. Bin ich in der guten Verfassung, ich brauche einen Arzt. Well then, Wayfarer. Seems like you got two choices. You could head down that way to the Thames folk. Ain't exactly pleasant to look at, but appearances can be deceiving. They may even know a thing or two about that lab, seeing as they sold us the location. Otherwise, you can stick it out with me and my mates. We help you out, you help us out. Ja, ich bleib bei euch. Ace, we could use an extra pair of hands. Here, take this for the road. Ohne die Jungs wegen hier, ja. So, jetzt haben wir unseren ersten Levelpunkt bekommen und den möchte ich auf jeden Fall investieren in Schlösserknacken 1. Für fortgeschrittene Schlössers. So, der Kane kann weg hier. Das Ding packen wir uns auf 1. So. Jetzt lassen wir uns ein bisschen was erzählen. Er erzählt uns jetzt so von den ganzen Fraktionen hier in der Gegend. Ich glaube, es sind 5 oder so. Ich glaube, das können wir eigentlich auch außen vor lassen. As this seems to be a prime rabbit in the headlights situation. I'll give you a rundown of who's who in old Blighty. First up, there's us. We're the Vagabonds. Used to be big names in South London till a couple of things went awry. But enough about that. The cunts who made things go awry are the Isle of Dogs Syndicate. There's a fucking lot of them, and they all walk around with the gentry reserves in their skyrocket, so they've got tickets to burn. They got that bees and honey dancing with the gentry. The gentry rule from their ivory towers. Pissing off their pedestals from Westminster. Forget trying to get in there. Those gates are tighter than they say. Why are they so tight, you ask? Because they've got the Tommies to defend them. Powerful enough to take the peace. Too stupid. Ja, da gibt's eine Menge. Ja, wie soll man sagen? Immer so die so Schubläden erfüllen quasi, ne? So die Tommies. Dann gibt's ja auch die. Also wie die Jungs jetzt hier, die aussehen wie vom Blenders Peak. Und welche, die so ritterlich sind. Also wir lassen die jetzt mal kurz laufen, weil ich weiß, dass hier oben ein Safe steht, den wir jetzt knacken können. Schade, manchmal hatte ich hier schon wenigstens eine 9mm Pistole drin. So, hier oben ist jetzt nichts weiter. Außer eine Kakerlake. Und ein Typ, der übel gesprayt hat. Den hat schön erwischt. Bei Kunst. Vermisste Person. Bestimmt auch einige. So, und jetzt nähern wir uns zu dem heißen Moment. Schon mal gut, wenn man hier ein bisschen Munition mitnehmen kann. Ah, die ist zum Beispiel leer, seht ihr? Das ist wirklich Mangelware. Also ich denke auf jeden Fall zum Anfang. So, dann bin ich immer so bis hier, bis zu der roten Telefonzelle gelaufen. Und dann war immer Schluss.
Und spielen. Du kannst dich richtig drauf verlassen. Hast du hier einen bestimmten Punkt erreicht? Zack. Guck mal hier rein. Oh, ist das schön, dass das anscheinend funktioniert, ey. Es ist nur so, weiß nicht, ob man das nacherfüllen könnte, aber es ist eine innerliche Angst. What? Ricky, what the fuck? They attacked us. Took us by surprise. How many? Two or three IODs. Fucking dogs. Fuck them all. And what the fuck were they doing here? They were... I feel faint. Christ, you're pathetic. Wayfarer, get a first aid kit from Greenwich Station. First aid kit? Jawohl, Sir. Ich weiß ja zum Glück, wo alles ist hier. Wer davon ausgehen kann, dass hier noch was hängt, ja? So, ich weiß ja, was mich erwartet. Ratte. So, Typewriter kommt mit. Wir haben ja Schrauben drin. Ich habe noch nichts gebaut in dem Spiel. Aber wie cool ist denn das? Warzone. Richtig gut. So, da haben wir das Medikit. Und ein paar Tickets. Das ist auch wieder so irgendwie so eine Sonderanfertigung an Getränken. Und die Dosenboden müssen wir mitnehmen. Bei Stimpaks sind selten. Vieles habe ich bisher immer mit Lebensmitteln geheilt. So. Kann ich die auch mitnehmen? Nee. Und oben ist leider immer nichts gewesen. Ich weiß nicht, warum das hier ist. Kommt man nochmal in so ein nettes Badezimmer? Oder ob ich hier einfach irgendwas übersehe immer, aber... Trinkglas... Naja. So, dann versorgen wir mal den Mann draußen, der braucht unsere Hilfe. Hier habe ich auch so 3-4 Mal einfach festgehangen. Wenn es nicht aufgehört hat. Mit dem Laden. Oh, Musik ertönt. Jetzt nur noch 2 Minuten. Ricky, ich komme! You came back. Klar, und hab das Überlebenskit. And he was the one with the medical know-how. Don't suppose he could fix me up. Klar, ich hab Intelligenz 7. Ich hab die Kugel entfernt und die Blutung gestoppt. I feel slightly better. I'll sit here a while. Regain my strength. Thank you. Go to the Swan and Mitre. Give them dogs hell. Wie krass, dass die anderen einfach abgehauen sind. Die wissen ja gar nicht, wie verlässlich ich bin so. Echt eine miese Nummer. Okay. So, Ricky will sie alleine erholen. Und wir sollen uns jetzt auf den Weg machen. Das ist jetzt ein ganzes Ende. Ich werde mir jetzt einen kurzen Unterschlupf suchen. Ein bisschen schnubbeln, dass es Tag wird. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Fallout London wieder. Und dann erfahren wir auch, ob es richtig, richtig gut läuft. So. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr davon haltet. Ich glaube, das hat hier
einen viel besseren Mehrwert, ja. Und dann würde es mich freuen, wenn er weiter dran bleibt. Bis dahin, haut rein. Haut rein. Und haut vielleicht rein.